Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und ihr seht, es ist was Neues. Ja, ich dachte mir, heute zum Replay of the Week kann ich mich auch einfach mal mit der Kamera im Gesicht sozusagen hinsetzen. Ihr seht, es gibt noch keinen Screenscreen, der ist angedacht. Das heißt, dass ihr hinter mir nichts mehr seht. Da hinten stehen noch ein paar Utensilien von meinem Sponsor von Aquatuning bzw. AlphaCool. Diejenigen aus dem Stream kennen es. Ansonsten will ich jetzt aber nicht lang schnacken, sondern wir schauen uns heute nämlich ein Replay vom Chrysler KGF an, und da habe ich mir ein schönes Replay rausgesucht. Ich bin da selbst sehr neugierig. Er ist hier mit seinem 8er Mid-Tier, 9er, 8er, 7er Gefecht haben wir hier. Er ist allein unterwegs, und ob der Panzer jetzt so OP ist, wie er kurzzeitig verschrien war, oder wie er von anderen, also von mir an der Stelle gesagt, so toll ist er gar nicht. Wir haben jetzt hier sehen, natürlich ist es ein Replay of the Week. Also glaube ich, können wir da schon mal sagen, ja, okay, es wird schon wahrscheinlich ein wenig besser werden, als man es sonst kennt. Auf jeden Fall ist es nach wie vor, finde ich, ein sehr, sehr schöner Panzer. Mit dem kann man wirklich optisch schon was anfangen. Es muss einem das Design natürlich auch gefallen mit diesem hinten liegenden Turm. Aber ich persönlich finde das ganz geil. Jetzt schau mal, was er hier macht. Er ist hier auf jeden Fall im angreifenden Team, das Gegnerteam hier hinten am Verteidigen. Er nimmt jetzt hier die Seite mit den TDs sozusagen ein. STRV, T30, Rheinmetall, Jagdpanther, alles da am Start. Die Heavies, wo ich ihn jetzt auch eher gesehen hätte, fahren jetzt hier auf die 1-2er Linie. Also von dem her, da ist es jetzt sehr spannend, was er jetzt hier machen wird. Weil wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt der Heavy Flag, und gerade hier in diesem Gebiet, wo er sich gerade jetzt befindet. Da, wenn man mal aufgeht und richtig Pech hat, dann kann die Runde nämlich ganz schnell auch schon zu Ende sein. Also deswegen ist auch der Fahrtweg durchaus ein risikoreicher, den er hier wählt. Kiste Kohle hat er auf jeden Fall am Start, und da hat er den M4190 drin. Oh, und jetzt, dadurch, dass er aufgegangen ist, der erste Uni-Hit schon direkt. Und jetzt, sehr schön, da den M4190 jetzt rausgenommen, einfach mit Auto-Aim reingefahren. Und jetzt ist da die Badget, die weiß noch nichts von dem Glück. Schöner Treffer hinten rein. Zack, weg ist er auf jeden Fall schon mal. Und jetzt unten, oh, der Waffenträger, der hat natürlich gar kein Problem mit seiner Panzerung. Da kannst du so viel Panzerung vorne haben, wie du willst. Der Waffenträger, der spielt sich damit. Uni prallt ab. Arti haben sie keine. Von dem her, das ist schon mal auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Aufklärung durch Waffenträger. Hat er da ein bisschen Supporting bekommen. Aber es reicht natürlich noch nicht. Er guckt jetzt auch gerade so ein bisschen, wie stehe ich. Wo kann er mir durchschießen? Wo sind meine Problemstellen? So, und jetzt parkt er erstmal hier im Busch. Wartet da ein bisschen ab. Gar nicht so doof vielleicht, hier einfach wieder auf den Rheinmetall zu schießen. Schön mit HE natürlich. Rheinmetall immer mit HE draufballern. Jetzt ist er offen. Nächster Schuss vom Rheinmetall kann ihn schon wegmachen, aber der prallt ab. Er wiederum trifft den nächsten wieder mit HE. Wieder 423. Also nochmal so eine schön hohe Kelle, und das könnte schon passiert sein. Aber nein, 396, das ist viel zu wenig. Da muss natürlich jetzt noch ein höherer Hit kommen, weil sonst ist es durch. Jetzt wackelt er ein bisschen, aber Waffenträger keine Chance gehabt, war im Reload. Dementsprechend konnte er den rausnehmen. 1800 Damage, kann man machen. Der Uni probiert es auch mal. Natürlich, Thema Durchschlag ist halt so das Thema, was der Chrysler nicht so drauf hat. 198 mit Normal, dafür mit Premium 260. Da geht dann richtig was. Jetzt schauen wir mal, was er jetzt noch so reißen kann. Er bleibt hier vorne auf dem Geschütz drauf. Da kriegt er auch dann den Schaden. Eigentlich muss er es auch machen, weil es ist ja auch nur ein 7er Gegner. Darf man jetzt auch nicht zu hoch einschätzen, den Uni. So, und da macht er jetzt einen T29 auf. Auch da aufpassen. Clever spielen, Köpfchen beweisen. So, jetzt kommt er da nicht wirklich drauf. Könntest du natürlich mit der Kommandantenkuppel oben probieren. Aber das probiert er nicht. Das auf jeden Fall wäre jetzt durchaus noch ein möglicher Faktor gewesen, einfach mal oben drauf zu schießen. So, und jetzt
Ah, da klappt er nicht. Eigentlich hätte der sitzen müssen. Und der Uni probiert es natürlich sofort wieder aus an der Stelle, ob er da nicht vielleicht doch nochmal einen platzieren kann. Er sieht, oh, jetzt hat er geschossen, ich fahr raus. Nicht doof, aber er kann es halt auch nicht ausnutzen. So, jetzt probiert es der Uni nochmal. Jetzt fährt er da schön seitlich raus, dementsprechend kann er ihn hier ketten. Kriegt jetzt auch da den Schaden dafür angerechnet. So, und jetzt vielleicht nochmal vorne drauf. Genau so. Er hat schon 3700 gebounced. 4000. So, und jetzt der letzte Schuss auf den Uni. Der wollte dann einfach nicht klappen. Ärgerlich und schade drum. Aber das kann halt passieren. Trotzdem hat er hier jetzt für sich eine sehr schöne Position. Der T29 kann gar nichts irgendwie gerade machen. Der probiert es auch nicht mal wirklich. So, zack, vorne drauf. 3300 schon gemacht. 1700 supported. Also bisher läuft die Runde hier nach Maß. Und das, obwohl wirklich die Stellung eine definitiv risikoreiche ist. Aber jetzt spielt er sich da gerade so ein bisschen mit dem T29. So. Jetzt kommt der Uni natürlich wieder. Der merkt es auch. Da vorne passiert was. Aber da hat er gut aufgepasst, den Uni rausgenommen. So, jetzt ist der Jagdpanther zerstört. Der war ein bisschen zu greedy. Der wollte unbedingt noch den Damage. Aber wenigstens hat er jetzt den T29 8 zu 8. Ein wahnsinnig knappes Gefecht. Also da muss man sagen, da ist noch alles drin. Und jeder prallt gerade an ihm und seiner Panzerung ab. Aber guckt, es lädt auch gar keiner Premium. Also da kann man durchaus mal sich überlegen, ob man da nicht doch irgendwann mal, wenn ich jeden Schuss bounce, vielleicht nicht doch mal ein einziges Mal auf Premium wechsle. Ganz ehrlich, wenn ich den Chrysler sehe, ist es sogar mit das Erste, was ich mache. Weil ich denke mir, vorne ist eh alles gleich. Premium-Granate und gib ihm. Ah, jetzt hat der T29 da die Seite bekommen. Und jetzt ist da oben einer, der mit der Panzerung eigentlich kein Problem haben dürfte, nämlich der Rheinmetall. Aber trotzdem prallt er da ab. Wahrscheinlich schnell aus der Hüfte gezielt und dann geht's halt nicht. So, er hat schon die HE-Granate vorgewählt. Sehr smart, sehr clever und zack, gar kein Problem. Nimmt er auch den raus. 11 zu 9. Also jetzt geht's langsam in die richtige Richtung, aber der Gegner hat da drüben noch einen richtigen Brummer mit dem T95. Den darf man nie außer Acht lassen. Weil T95, ich glaube, jeder, der mal in sich gegenüber stehen hat, sehen, der weiß, oh oh, der macht gar keinen Spaß. Deswegen ist jetzt natürlich die Überlegung, capt er jetzt oder nicht? Auf jeden Fall auf den Tiger P kommt er noch drauf. Da hat jetzt der T30er den ein bisschen gekuschelt. Der wird den jetzt aber auch sehen, aber schießt scheinbar mit HE. Das war ein sehr niedriger Roll. Jetzt hat er noch 10 Hitpoints. Der T10, der ist seitlich. Ah, nee, ja doch, jetzt kann er seitlich schön drauf. Auch da, schöner Treffer. 5800 Damage schon. Jetzt wird der Gegner hier langsam eingekeilt. Und der geht leider nicht rein. 5800 Damage hat er schon. 6100 geblockt und 26 unterstützt. Also bisher ist die Runde absolut nach Maß und ich glaube, man sieht langsam, warum das ein Replay of the Week geworden ist. Jetzt kommt er dann natürlich an den Gegner ran. Jetzt wird er da eingekesselt und kann natürlich dementsprechend sich nicht mehr so positionieren. Ganz wichtig, besonders für den T95, weil von vorne keine Chance. Aber wenn man natürlich sonst die anderen Seiten so ein bisschen bekommt, da wird es besser. Jagdtiger hat er auch rausgenommen, seinen 7. Kill. Einen braucht er noch für die Radley Walters. Der Tiger P, das könnte schon sein. Und er geht ein Stück weit links daneben. Da kommt dann in dem Augenblick einfach das Pech dazu. Dementsprechend nimmt jemand anders da den Kill gerne mit. Und zwar der Rheinmetall. So, jetzt die letzten beiden. Der T10 und der T95. Sein Team schreibt schon, oder er schreibt No Cap, please. Weil natürlich, er will die Radley Walters haben. Aber es sieht nicht so aus. Oh doch, der S1, der fährt noch raus. Das hat er nett gemacht, der S1, dass er da nochmal den Cap verlassen hat. Sehr schön jetzt den T10 getrackt. Der T10 kommt auch nicht auf ihn drauf und er kann ihn hier in der Kette nochmal rausnehmen und kann da jetzt seine Radley Walters sich holen mit 6459 Damage. So, und jetzt ist es noch der T95.
der jetzt auch noch den T30 rausnimmt, aber er kommt jetzt seitlich ran, kann da flankieren. Seitlich erster Treffer und jetzt ist er hinten dran. Jetzt hat der T95 keine Chance mehr. Die letzten 7 Sekunden der Runde, weil dann wird durchgekappt, aber passt. 9 Kills, 7065 Damage, 6360 abgeprallt und 2,6 supported. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Das war ein Sahneröhrchen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch heute mal mit Webcam. Wie gesagt, wird es in Zukunft mal mit Greenscreen sein und sonstiges. Aber auch nicht jedes Mal müsst ihr mich ertragen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.